Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Basteln mit Saltatio, heute mit einem Osterspecial. So, wir haben ja etliche Utensilien hier bereitgestellt bekommen. Man kennt sie den. Ah, ja, schon mal gesehen. Der in Jung. Ja, schicker Mann. Wir haben jetzt hier nämlich zum Ausschneiden gibt es die kleine Osterei-Verpackungen. Könnt ihr euch übrigens runterladen und nachbasteln. Ihr braucht dickeres Papier, also nicht dieses lummelige. Alles, was durch den Drucker geht, also so 160 Gramm Papier ist dafür ideal. Genau. Und dann können wir auch schon mal anfangen mit Ausschneiden. Und fang schon mal an, ich erkläre noch was. Ich schau mal, was wir hier sonst noch stehen haben. Ich habe mir nämlich auch was überlegt. Ja. Nämlich, jedes Mal, wenn wir jetzt verkacken, trinken wir einfach einen. Ja, das ist eine gute Idee. Normalerweise hängst du am Wochenende auf dem Mittelaltermarkt, besäufst dich da mit Met. Jetzt in Corona-Zeiten hängst du nur zu Hause. Da haben wir aber Met geschickt bekommen, den wir jetzt mal ausprobieren werden. Ich bin sehr gespannt. Der sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Was ist das für ein Met? Met! Ah! Wikinger-Legende-Met. Wikinger-Legende-Met. Ich bin gespannt, wie Legendary der jetzt ist. Sieht aus wie Whisky. Mhm. Riecht nach Apfelsaft. Ich habe noch nie jemanden. Sehr bekömmlich. So, genau. Während mein lieber Kollege hier schon anfängt auszuschneiden, schaue ich mal, was hier jetzt noch alles vorhanden ist. Wir haben hier ein super knuffiges Eierfärbeset in Bechern. Das müssen wir. Des Weiteren gibt es. Jeder, der jetzt bei dieser Folge zweideutige Gedanken hat, hat auf jeden Fall vollkommen die Kontrolle über sein Leben verloren. Das ist. Aber. Eier. Eier, genau, da sind sie. in verschiedenen Größen. Adäquat. Okay. Ja, und verschiedene Farben haben wir auch. Genau, wir haben auch noch ein paar Reserveeier. Natürlich alles Bio von unserem lieben Filmteam. Die haben nämlich Hühner und die haben uns Eier mitgebracht. Und wir haben sogar Sticker. Ja, Sticker, die wir auf die Eier kleben können. Aber damit nicht genug. Es gibt neben den Stickern auch noch die super tolle Möglichkeit der Serviettentechnik. Habt ihr sicher alle mal in der Grundschule oder. Wann ihr auch in der Grundschule? Diese Serviettentechnik. Die Jungs unter euch kennen das aus ja, unter ja, der ja. Bettdecke. Ja, deswegen steht ja auch Shake It drauf. Nein, nein. Spaß beiseite. Wir werden auf jeden Fall euch noch den Tipp geben, dass ihr auf ein A4-Blatt könnt ihr die Serviette da drauf kleben mit Tesafilm. Das ist schön. Flach und faltenfrei liegt, soweit wie es halt geht, dann könnt ihr die nämlich bedrucken. Und dann könnt ihr euch, Link ist unten in der Beschreibung im Video, das Saltatio Mortis Logo in verschiedensten Größen ausdrucken und mit Serviettentechnik auf die Eier kleben. Das werden wir auf jeden Fall tun. Disclaimer, wir haften nicht für auf die Eier geklebte servierten Technik, wenn die nicht mehr abgeht. Und zur Erweiterung unserer Färbetechniken haben wir den Schüttelspaß. So steht's drauf. Nicht wirklich. Ja doch, der Schüttelspaß mit Färbereis. Es ist übrigens so, das wurde mir vorhin verraten, dass auf diesen Ostereier-Verpackungen kleine Easter Eggs versteckt sind. Das ist ja hübsch. 8:01 Abend. Also ihr habt ja, glaube ich, in Echtzeit gesehen, wie schnell ich das geschnitten habe. Der Kollege ist jetzt seit 2,5 Stunden da dran. Deshalb muss man Licht gewissenhaft anmachen. Gewissen. Akkurat. Gleich ist Mitternacht, Ostern ist rum. Ich fange jetzt an, Eier auszublasen. Ja, mach's größer. Nein, jetzt läuft es da auch aus. So, jetzt hat der Mümmelstein zwei Schlitze. Oh, das sieht sehr gut aus. Jetzt probiere ich mal. Ah, hier haben wir ein Ei. Und jetzt
klappen wir das hoch. Huch. Warte mal, ich muss es erst falten, glaube ich, ne? Ich muss es erst falten. Ah, nein! Zu viel oh, Druck! Oh, Strafschnaps. Scheiße. So, Achtung. Zack. Wunderschön, wunderschön. Schaut es euch an. Herrlich verpackt. Jetzt ist das Ei natürlich nicht gefärbt, das heißt, ich darf es wieder auspacken gleich. So. Ja, es wird, es wird. So, jetzt will ich mal. Okay. Die Motorika ist am Start. Strafschnaps. Hier machst du immer einen Müllkarton. Wenn nach dem Mucke drunter gelegt wird. Also. Also. 20 Minuten später. Komm, Dudelsackspieler, da muss man gehen. Eine Ewigkeit später. Nichts mehr gewohnt. Nein, überhaupt nicht. Sonst beim Konzert immer 20 Luftmatratzen aufgeblasen, also gefühlt. Wie man es den Dudelsack-Schülern erklärt irgendwie. Das ist nicht wie bei der Flöte, wo man so rein. Upsi. 6,5 Stunden später. Na 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 na. Was ist denn da los? Du hast schon mal was aufgepustet, oder? Irgendwann später. Ach. Mach mal unten ein bisschen größer. Hab ich doch schon. Also, ich habe Angst, dass es kaputt geht. Gib Stoff. So. Ja. Okay, jetzt mal gucken. Wie weit zieht da dran? Okay, ja, komm, wir tauschen. Gar nicht raus. Sollen wir tauschen? Ja, bitte. Okay. Hier meine voll geschwitzten Handschuhe. Ist jemand angesabbertes Ei. Spitzen abschneiden, Patronen mit der Öffnung nach oben in ein Glas stellen. Aha. Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch. Hast du es noch größer gemacht jetzt? Ein bisschen, ja. 3, 4, 5, 6, 27, 48, 15, 4 Viertel, 91, 3. Gut, dass ich dir nie zuhöre. War das der Reis? Guck mal, wieder Vogel auf der Frontscheibe. So, war natürlich ein Witz. Uhr 28 nachts. Kennst du die Kölner Essig-Diät? Ich gehe in die Küche und denke mir, esse ich was oder esse ich nix? Erst eintunken, dann das drauf und dann nochmal wachteln. Ich würde erst eine dünne Schicht drauf pinseln, dann das Ding drauflegen und dann drüber pinseln. Ja. So. Das man, ja. Bei Blattgold macht man das auch so. Da gibt es die sogenannte Anlegemilch. Sehr Vorsicht, zärtlich. Ja, schön. Das hat schon was Ästhetisches. Wenn man so ein glattes Ei richtig schön zum Glänzen bringt und einschmiert. Ja, herrlich. So, jetzt irgendwie gerade und faltenfrei drauflegen. Warte mal, kannst du das zu mir drehen? Ein Minzoblattchen. So. Immer gerade. Halt still! Das wirft doch jetzt schon Falten. Deine Mutter wirft Falten. So, Achtung.
Ja, jahrelang Autobeschriftungen gemacht mit Folie. Daher dieses Talent. Fett ein... Weggeleimt. Fett ein abgeleimt haben wir. So, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich habe es noch nie gemacht mit der Serviettentechnik. Das war mein erstes Mal Serviettentechnik, liebe Leute. Naja. Zumindest die, die wir euch zeigen können. Wollen, müssen, dürfen. So, liebe Freunde des Bastels. Ja. Wir sind fertig. Wir haben unsere Eier bemalt, geschüttelt, beklebt, geleimt, lackiert, getaucht. Wir haben alles mit ihnen gemacht. Ja, genau. Eingespannt, gedreht. Und ja, wir sind sehr zufrieden mit unserem Ergebnis. Total. Ein Meisterwerk. Und wir sind unheimlich gespannt auf eure Eier. Also schickt uns eure schönsten Eier im Social Media. Da, wo es uns möglich ist, werden wir es reposten und teilen. Und wir freuen uns auf eure Zusendungen. Und bis dahin, smasht auf jeden Fall den Like-Button, folgt uns, kommentiert und macht das Beste aus den Feiertagen. Wir wünschen euch was. Prost! Schickt uns eure Eier. nur Anzeigen betageln. Zu einer neuen... Zu einem neuen Video. Video. Wir machen jetzt YouTube. Zack. Haust du raus. Mit dem Internet. Das war der Jingle. Lauter trinken hören. Entschuldigung. Anstrengend. Doch, nee, ha! Another one bites the dust. Vorsichtig. Nein, ich kann's nicht greifen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen guten Abend.